Sehr geehrte Hin- und Herrschaften, ich heiße nicht nur Simon, sondern euch recht herzlich willkommen. So, ja, ich habe mich schon ein bisschen schön. Ja, ihr kennt wahrscheinlich alle, menschlich muss jeder sein, ne? Mensch zum Mensch, nett, sollte jeder sein, sollte jeder gelernt haben. Bei vielen, ich bin jetzt überhaupt nicht rassistisch, ja, das müsst ihr gleich mal wissen, ja. Aber bei vielen Nationen, Ländern ist es oft so, die haben so spezielle Eigenschaften, wie sie gegenüber anderen reagieren, ja, vor allem, wenn man irgendwie nett sein will zu einer, ja, das, vor allem dann reagieren die ganz besonders. Haben wir irgendwelche Japaner da? Kann ich Japaner? Nein, okay. Na, aber bei Japaner ist es gar, die wollen nicht viel annehmen, die wollen irgendwie nichts wissen. Ja? Wenn man einer helfen will, dann verneinen die das gleich. Die wollen gleich so. Die wollen das gar nicht. Zum Beispiel, ich habe das selber erfahren, Salzburg, ja, beim Dom. Ja, ich komme von der Schule heim und gehe halt nur in die Stadt für, weiß nicht, wie lange ich da war, ist also wurscht. Auf jeden Fall waren da so eine Gruppe von Japanern. Und ich bin eigentlich schon ziemlich hilfsbereit und die haben einfach so daneben geschaut, die waren irgendwie komplett hoffnungslos, haben die das angeschaut, so. Ich weiß auch nicht, und dann habe ich dann einfach geholfen, ja, also ich wollte es zumindest, ich habe es versucht, ja, aber es hat nicht, ja, ich habe ihnen gesagt, ja, Dom, wollte irgendwas wissen, ja, und sie so, und ich weiß auch nicht, ja, das hat mir jetzt irgendwie, warum, ja, und, aber das Problem ist bei den Japanern, wenn die lachen, ja, so, dann ist es meistens, nein, stopp, ja, auf gut Deutsch heißt es, verpiss dich, du Arschloch, ja, ganz bäs gesagt, aber es ist so, ja, eigentlich heißt es so, ich habe das aber nicht gewusst, ja, ich weiß es nicht, weil ich kenne mich da nicht so aus, ja. Und ich bin dann aber nur mehr drauf eingegangen, ja, und habe das versucht, ihnen mitzuteilen, und dann wären's zu Samurai. Dann wären's zu Ninjas. Du, ich sage aber der Dom, es ist so schon. Entschuldigung. Ja, das ist bei einer ganz, ganz schlimm. Ich bin ja selber eigentlich halb Belgier, ja. Also Südbelgier, das heißt, mein Papa ist eigentlich Südbelgier, das heißt, er spricht viel mit mir Französisch, ja. Manche Lateinlehrer würden jetzt sagen, wenn du zur Zeit Cäsars gelebt hättest, dann wärst du ein Belger, einer der wildesten Völker Galliens. Kauf dir ein Stück Kuh und friss es auf. Auf jeden Fall kann ich mich mit manchen gut verständigen, ja, vor allem mit Franzosen, Entschuldigung. Aber bei Franzosen ist es, ja, Franzosen sind dafür bekannt, dass sie sehr kompliziert sind, ja. Und letztens, das war vor 5 Jahren, da war in Antering, ja, weiß nicht, 175-jähriges Jubiläum von der Anteringer Musikkapelle oder irgend sowas, oder 100-jähriges, was weiß ich, auf jeden Fall, war irgendein Jubiläum, ja, und da war ein dreitägiges Bierzelt aufgestellt und war super, Feier, jeder hat sich auch gesoffen. Und dann war das so, dass da auch, weiß auch nicht warum, irgend so ein französisches Pärchen da war, ja. Und die haben sich da verirrt, ja, wenn es was zum Trinken geht, ist eh dabei, auch wenn der von Frankreich ist oder von Spanien, ist vollkommen wurscht, saufen ist cool. Auf jeden Fall hat der dann die Lokalbahn gesucht, ja, Antering liegt gleich zur Lokalbahn, ja, auf der Strecke und, ja, und die haben sich halt nicht auskennt, jeder hat ihren Akzent sowieso nicht verstanden, ein bisschen Deutsch haben es Kinder, ja, excuse moi, wissen Sie, wo das ist? Und ich wollte einer helfen und, ich bin ja, wie ich vorher gesagt habe, wie bei den Japanern, aber die fassen nie wieder, bin ich sehr hilfsbereit. Und bei den Franzosen, die waren dann circa so, haben die mich angesprochen, wissen Sie, wo die Lokalbahn ist? Und ich so, oui, das weiß ich sehr gut, wenn Sie, da bist du bitte nicht so ein Klugscheißer, ja, so, wie viele Österreicher Deutsche manchmal tun, wenn sie in eine höhere Schule gehen, in eine AHS, ja, dann denken sie, sind ganz gescheit, und wollen dann sie irgendwie so wie mit, also,
wenn Sie zur Lokalbahn wollen, ja, dann gehen Sie mal diese Straße lang, biegen Sie rechts ab, links ab, rechts ab, links ab. Der Franzose ist komplett daneben. So. Rechts ab, links ab, rechts ab. Dann gehen Sie geradeaus, ja, dann sehen Sie einen Blumenladen, einen Floristen, der ist unglaublich spitze. Ja. Dann gleich neben dem Floristen ist die Bäckerei, die ist auch unglaublich spitze. Ja. Dann gehen Sie weiter aus, ist das alte Jugendzentrum, das war ja komplett für, das kannst du ja vergessen. Ne. Auf jeden Fall gehst du dann weiter, ja, die ganze Zeit geradeaus, dann siehst du so einen Bauernhof, ja, da hörst du mal vielleicht mal Mu, egal, ja. Gehst du weiter geradeaus, dann siehst du einen Fußballplatz und da ist die Lokalbahn, dann kannst du dich dann echt mal hinsetzen. Der Franzose, nein, du machst es nicht so, du machst es auf sein Slang, ganz normal. Also, ich weiß, wo die Lokalbahn ist, sie gehen einfach geradeaus, ja, dann sehen sie Bäckerei, ja, wissen Sie, Baguette, gehen sie wieder geradeaus, folgen sie einfach Straße die ganze Zeit und dann sehen sie die Lokalbahn, mit dem neben ist der Fußballplatz, aber die Lokalbahn, und dann warten sie, bis der Zug kommt, ja. Und ja, der Franzose, dann so, Entschuldigung, sind Sie Franzose? Nein, ich bin Belgier. Belgier? Was? Dass du dich traust, das zu sagen? Putain! Das geht ja gar nicht. Also, nein. Also, Franzosen und Belgier vertragen sie manchmal nicht so ganz. Ja, das ist, ja, entweder du magst Schokolade oder du magst keine. Auf jeden Fall. Andere Nationen sind, haben wir da irgendwelche Südostländer, Serben, weiß auch nicht, kann ich sagen, nix. Ja, die brauche ich ja keine Hosen. Entschuldigung. Auf jeden Fall, bei Türken oder Serben ist es auch so, dass, vielleicht kennt ihr das, die sind oft sehr, sehr brüderlich, die glauben an ihren selber an Glauben, haften an ihre Familie, an ihre Freunde, ja, die sind eher so eher Gemeinschaftsmenschen. Ja. Wir Österreicher sind keine Gemeinschaftsmenschen, wir gehen meistens raus, ziehen aus. So bei dir 19 bin, geh weg, Mama, geh, wo ist der? Ja, so circa, ja. Aber bei den ganzen Südostländern bzw. Türken, die sind da ganz anders. Und auch wenn es viele glauben, ja, meistens ist es meistens so als Problemkinder. Die viel schlägern wollen, aber das ist bei uns Österreichern auch nicht so. Also manche schlägern auch gern. Kenne ich zum Beispiel, manche hauen sie auch gern in die Goschen. Die Österreicher sind, ja, aber das ist jetzt, also seit vom Thema, ja. Auf jeden Fall, die sind halt so brüderlich, ja. Und da ist es halt so, das ist ganz ähnlich wie bei den Franzosen, ja. Also, na, nicht ganz ähnlich, aber wenn sie zum Beispiel fragen wollen, wo, keine Ahnung, wo der nächste Mäcki ist oder wo der nächste Döner ist, von mir ist mir egal, dann bist du auch nicht der Klugscheißer, ja, das geht nicht, weil sonst hauen sie da wirklich eine rein. Du bist eigentlich meistens, dann versuchst du wieder mit einer mit dem Slang zu arbeiten, ja, du versuchst die anzupassen, ja, anzupirschen, du versuchst die irgendwie zu nähern, zu denen. Und bei mir ist es so zumindest, nein, bei mir ist es nicht so, ich versuche mich nicht zu nähern. Aber bei einem guten Freund von mir, der ist leider kassiert, aber der hat es wenigstens versucht, ja. Und der hat mir halt erzählt, ja, der hat mir erzählt, der war halt, die waren im Hauptbahnhof, ja. Und der, weiß ich nicht, hat er gefragt, so ich glaube Türke oder was er. Der hat halt seinen Freund gehabt mit und die haben halt ihm gefragt, wo das nächste Restaurant ist oder irgend so ein nächstes gutes Restaurant, wo ich mich auch frage, warum fragen die, wo ein gutes Restaurant ist. Aber egal. Die haben halt versucht, das eben zu fragen und er hat gleich gesagt so, ja, Bruder, pass auf, warte mal, du kennst den Erotik-Shop beim Hauptbahnhof, oder? gut. Auf jeden Fall, du gehst vorbei, und dann siehst du, gehst du wieder vorbei, und dann gehst du geradeaus lang, und dann gehst du wieder lang, und ja, sag bitte, sag, komm, sag. Okay, wenn du kennst du Ignaz-Harrer-Straße?
Okay, du kennst ihn nicht. Auf jeden Fall gibt es da so ein österreichisches Restaurant, so gut, gibt Schnitzel, oh Schnitzel. Auf jeden Fall gehst du dahin, ja, dann, das kostet, keine Ahnung, ein bisschen was, ja, kostet ein bisschen was, weiß nicht, wie viel irgendwas kostet, also mit deiner Währung kannst du nicht bezahlen, musst du mit Euro bezahlen, aber es kostet was, ja, es kostet was, ist was wert, ja. Also, okay, pass auf, Bist du irgendwie ein Türke, Serbe, weiß auch nicht, was du bist. Ja? Du redest in unserer Sprache. Ja? Ich bin Serbe. Ja? Ach so, ich dachte mir, bist du Türke, bist du verrückt oder was bist du? Ich bin Kosovo-Albaner. Was bist du? Du bist Kosovo-Albaner? Ja, bin ich. Was ist so schlimm daran? Du weißt schon, Serben und Kosovo-Albaner, es ist so, weißt du, Schnitt durch die Mitte, weißt du? Da ist Erdbeerkuchen, da ist Schokoladekuchen, in der Mitte ist Zitronenkuchen, ist sauer. Hey, Entschuldigung, Mann, ich wollte dich nicht verärgern, ich wollte dir nur Hilfe geben. Warte mal, bist du wirklich Kosovo-Albaner? Ja, zeig mal deinen Ausweis her, bitte. Zeig mal deinen Ausweis. Habe ich gerade nicht. Ich habe gesehen, dass du da deinen Ausweis drin hast, da brauchst du mir nicht erzählen. Okay, zeig den Ausweis. Du bist Salzburger. Ja, ich wollte nur helfen, weißt du, ich wollte halt nur so, weißt du, helfen, dass du weißt, wenn ich dir jetzt so sag und so, komm, ich mach dich fertig. Ja, das hat er mir erzählt. Ich will auch gar nicht mehr drauf weiter reingehen, ja, was dann passiert ist, ist ja Nebensache, das ist ja wurscht, den habe ich 3 Tage lang im Krankenhaus besucht. Aber es ist auch gar nicht so witzig, ich weiß auch nicht, warum ihr lacht. Ja, das ist, der Typ hat es voll kassiert, das ist eigentlich cool. Gar nicht cool. auf jeden Fall, ja, das ist einfach so. Ja. Das ist irgendwie verschieden. Ja. Bei Spanien, das ist ähnlich wie bei Türken, die oder bei Italienern, die sind auch so höheres Temperament, aber was willst du machen? Ja, ich bin fertig, danke.